Der Angriff auf Menschen ist sehr brutal. Jetzt ist das für mich kein so ein Problem. Ich bin gut geschützt und stabil. Aber es gibt ja breite Formen. Viele Politiker anderer politischen Ebenen, Kommunalpolitiker werden angegriffen. Viele weibliche Politikerinnen werden sehr, sehr stark angegriffen. Wir erleben auch Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Das ist eine andere Kategorie. Denn aus diesen bösen Gedanken werden böse Worte im Netz. Und der Schritt zu einer Tat ist nicht so weit, wie wir jetzt schon mehrfach gesehen haben. Für alle, die mich nicht kennen, Markus Söder, 54 Jahre alt, bayerischer Ministerpräsident. Herzlich willkommen, Herr Söder. Es gibt Social Media, es gibt Facebook, Twitter und Co. Ist das nicht eigentlich großartig für einen Politiker und die Arbeit wird viel leichter? Sie brauchen sich gar nicht mehr auf diese mediale Auswertung verlassen, sondern erreichen die Menschen direkt. Nun, zum einen ist es so, dass es anstrengender wird, denn es gibt mehr Kanäle zu bespielen. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern man muss die maximale Verbreitung ja nutzen, zumal auch das Zielpublikum, beispielsweise vom Alter, von bestimmten Strukturen einfach völlig unterschiedlich ist. Und zum Zweiten ist es an einigen Stellen auch recht herausfordernd, denn wir erleben ja gerade im Netz eine hohe Aggressivität, Verschwörungstheorien, Mordaufrufe, was weiß ich, was da alles gibt. Und auch die Wahrhaftigkeit leidet etwas, weil man nie genau weiß, ist da jemand, der wirklich unterschreibt oder ist es ein computergenerierter Bot. Insofern ist es halt so da, man kann nicht sich gegen die Technik verweigern und es ist auch eine Aufgabe, damit umzugehen, aber es ist eher anstrengend, dort leichter. Aber es macht doch, wenn ich das sagen darf, auch viel Spaß. Es gibt ja einige Stellen, da haben Sie auch mal zitiert, was man da so alles bekommt an Dingen, die man einfach nicht haben will. Und das Zweite ist ja, dass manche Menschen sich verabschieden, in einer Filterblase leben. Was für Sorgen bereitet Ihnen das? Also der Angriff auf Menschen ist sehr brutal. Jetzt ist das für mich kein so ein Problem. Ich bin gut geschützt und stabil. Aber es gibt ja breite Formen. Viele Politiker anderer politischen Ebenen, Kommunalpolitiker werden angegriffen. Viele weibliche Politikerinnen werden sehr, sehr stark angegriffen. Wir erleben auch Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Das ist eine andere Kategorie. Denn aus diesen bösen Gedanken werden böse Worte im Netz und der Schritt zu einer Tat ist nicht so weit, wie wir jetzt schon mehrfach gesehen haben. Das ergänzt sich dann noch aus den Angriffen in der Grundlage für die Angriffe in einer völlig wirren Weltsicht. Und dagegen muss was getan werden. Ich glaube, die großen Plattformen haben einen großen Auftrag, dieses sektenartige Hineinrutschen in eine geschlossene Blase aufzubrechen. Wenn Sie beispielsweise auf einer der Plattformen sich mal zu einem Thema interessieren, bekommen Sie immer wieder dieses Thema. Also es ist nicht so wie jetzt an einem normalen Medium, wie bei Ihnen, dass man über den Tag unterschiedliche Angebote hat. Da kann man sich mal ärgern, da kann man sich mal freuen, da kann man interessiert sein oder man klickt es weg. Aber man wird nicht so sozusagen herangezogen, ummantelt und dann nur noch mit Inhalten versorgt, die eine vermeintlich absurde Meinung bestätigen. Und das muss sich, glaube ich, ändern. Sonst kommen wir in echte Spaltung hinein der Bevölkerung. Das ist nicht nur bei Corona so, bei Klima so und wird bei anderen Themen genauso sein. Medienkompetenz kann hilfreich sein, um mit solchen Informationen umzugehen. Nun schreit früher oder später jeder Verband, wir brauchen ein eigenes Schulfach. Ist das der Schlüssel oder gibt es einfach einen bunten Strauß an gesellschaftlichen Gruppen, die aufgerufen sind, aus Ihrer Sicht da mitzuwirken? Also ich glaube, die technische Option wäre zunächst mal die erste. Die zweite ist, es müssen die vorhandenen Medien sich auch was überlegen. Schauen Sie, ich habe letztens eine Umfrage gelesen, dass zum Beispiel 60% der Nachwuchsleute, ich komme ja auch vom Bayerischen Rundfunk, und auch bei mir könnte ich sagen, war es nicht so, aber wenn 60% oder sogar mehr sagen, zwei Drittel sagen, hey, wir haben eine ganz klare politische Präferenz, muss man doppelt so drauf achten, damit der Eindruck nicht entsteht, eine Brille und eine Sicht, sozusagen lasse gar nicht die gesamte Bandbreite an Meinungen zu. Das meinen wir auch relativ leicht steuerbar. Schulfach weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, zumal ein Großteil der Schüler mit den Medien zu tun hat, die die Älteren gar nicht so kennen und gar nicht so verstehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Medienkompetenz, Medienerziehung, Bewusstseinsbildung, Offensiven einfach ganz groß mithelfen. Und wie gesagt, der Bayerische Rundfunk leistet da, wie ich fand, viel. Zum Beispiel der Faktenfuchs ist etwas, was sehr, sehr gut ist, weil ich habe das selber an zwei, drei Fällen erlebt, wo die AfD auch mich ganz persönlich, sogar die ganze Familie verhetzen wollte, wo der Faktenfuchs sehr hilfreich war, der es dann gut recherchiert hat und gut dargestellt hat. Die führenden Anbieter sind in den USA, Facebook, Twitter und so weiter. Haben wir als Europäer überhaupt eine Chance und auch Sie als Politiker da noch relevant einzugreifen, was Plattformen anbelangt? Ja, schon, weil alle wollen ja in Europa auch da sein. Also man merkt doch, wenn sich mal gesetzlich was bewegt, in Brüssel oder auch in Deutschland, dann gibt es schon andere Resonanz, zumal man auch erkennen muss, dass in den USA selbst ja ein umfangreicher Prozess stattfindet. Über genau die genannten Plattformen wird ja auch in den USA in Senatsausschüssen sehr intensiv diskutiert. Das macht ja insbesondere auch, kann man das erste Ergebnis sehen, dass zum Beispiel Twitter bestimmte Accounts gesperrt hat, die zum Beispiel von Trump, weil sie gesagt haben, da wird zu viel
Bizarres und nicht wahrheitsgemäßes berichtet, dass wir reagieren müssen. Also ich glaube schon, dass der Prozess auf einem besseren Weg ist, aber er reicht halt noch nicht. Und wir brauchen da noch eine solidere und auch perspektivischere Entwicklung, insbesondere auch für andere Anbieter. Weil es wird ja dann so sein, wenn einer der großen Anbieter, sagen wir mal, einen Weg findet, eine neue Plattform, die Plattform zu strukturieren, kommt eine neue Plattform, die genau das Gegenteil wieder macht. Digitalisierung der Medien ist das eine. Bayern ist ein Wirtschaftsstandort. Sie haben immer mal wieder Initiativen auch angekündigt. Einige laufen. Produktion 2.0 ist ein Stichwort, die Digitalisierung der Verwaltung. Eigentlich schon alles gelöst oder sind Sie noch nicht wirklich zufrieden? Ist zweigeteilt. Ich habe ja vor Corona begonnen, mit der Hightech-Agenda Bayern die auf den Weg zu bringen. Das ist die größte Hightech-Offensive in der Geschichte des Freistaats Bayern. Insgesamt über 4 Milliarden Euro. Mit 1.000 Professuren, 10.000 neuen Studienplätzen, von den Professuren überwiegend im technologischen Bereich, 100 allein KI. Wir gründen ein KI-Netzwerk für Bayern, das in Deutschland einmalig ist. Also man muss wissen, der Bund will mit allen Lehrstühlen zusammen 100 fördern bis 2025. Wir haben allein in Bayern 100 bis 2023 und nicht nur in München. Also auf diesem Bereich, verbunden mit Quantencomputing in München, die Bundeskanzlerin war vor einigen Wochen da, das ist alles super. Die Alltagsdigitalisierung ist da mager dagegen. Digitalisierung der Verwaltung, da denkt jeder noch so kleinteilig in seinem Ressort. Digitalisierung in der Schule ist wirklich sehr, sehr am Anfang. Also das kann gar nicht so bleiben. Da muss man sich was Grundlegenderes überlegen. Da geht es nicht um ein bisschen sozusagen Homeschooling, das ist viel grundlegender. Unterrichtsmethoden, digitale Schulbücher und so weiter. Da sind wir erst wirklich am Anfang. Und das Dritte ist auch so, natürlich muss die Versorgung mit WLAN und Mobilfunk besser werden. Da stoßen wir aber unter uns gesagt mal an Grenzen vor Ort. Denn wir bieten ja im Moment zum Beispiel an beim Mobilfunk, dass wir jeden Mast zu 80% bezahlen. Und viele Bürger und Meister sind da noch sehr zurückhaltend. Das gilt übrigens wie in der Schule. Da liegt eine Milliarde auf dem Konto und keiner ruft es ab. Und da muss man uns überlegen, warum das so ist. Es ist ein Kampf um die besten Köpfe. München, starker Standort, Google, Apple und so weiter. Aber Sie wollen ja auch in die Fläche gehen. Kriege ich dann super KI-Professor aus San Francisco nach? Ich nenne jetzt bewusst keinen Ort. Kann schon sein, doch, weil man muss eines nicht vergessen. Also USA wird ein bisschen jetzt wieder weniger, weil viele wegen Trump auf der Flucht waren. Großbritannien gibt es einen Modus und nach China wollen auch nicht alle und in China selber wollen auch manche weg. Also es gibt schon Chancen. Was wir halt anbieten ist für diese Professuren erst einmal ein tolles Umfeld. Das ist nicht nur München, das geht ja ganz, das geht von Garmisch bis Hof mit den Lehrstühlen, dann auch viel Freiheit zu forschen und man ist Bestandteil eines Netzwerkes. Also heute funktioniert der Wissenschaft nicht mehr national oder auch einfach nur regional, sondern immer im Team. Natürlich sind beispielsweise die beiden Münchner Unis da schon so ein, und mit Max Planck, das sind schon so Lead-Projekte, aber da findet ein Austausch zwischen den Hochschulen statt und auch Spezialisierungen. Wir haben zum Beispiel es gemacht, dass wir von den 100 KI-Lehrstühlen 50 vergeben haben, nach vorherigen Rastern, Muster für Forschungsschwerpunkte. Und dann haben wir gesagt, was habt ihr für Ideen, haben einen Wettbewerb ausgelobt. Faszinierende, gute Ideen, auch Applikationen, die man so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sodass dann am Ende auch ein Technologietransfer und auch Start-up-Gründungen erfolgen können. Ich meine, man muss dazu sagen, Bayern ist sowieso in der Hinsicht eigentlich ein Musterland. Das sieht nicht jeder so, das wollen wir aber nochmal stärker verdeutlichen. Und wir sind da in Bezug auf digital absolutes Gegenmodell zu Berlin. Und wir erleben ja mit Apple, Google, vielleicht auch Facebook und anderen Partnern, die wollen auch nach Bayern, allein wegen der hohen Qualität der Ausbildung hier. Letzte Frage. Wir sind auf dem BR24-Stand. Ich habe gelernt, den Faktenfuchs nutzen Sie. Was unserer Informationsangebote darüber hinaus gehört so zu Ihrem Ablauf? Ja, BR24 begleitet mich den ganzen Tag. Manchmal freudig, manchmal auch etwas nachhaltig und auch immer interessiert. Also das finde ich schon insgesamt, dem Bayerischen Rundfunk ist diese Digitalisierung von allen öffentlich-rechtlich kenne, mit am besten gelungen. Das ist schon ein Verdienst von Uli Wilhelm gewesen, das möchte ich an der Stelle sagen. Ich weiß ja noch, wie am Anfang alle gejammert haben. Jeder will für sich bleiben und es war schon eine ganz gute Sache, die sich da entwickelt hat. Ansonsten höre ich schon auch Radio, aber BR24 würde man sagen, auch die Marke und auch den Transfer jetzt, also mit der Marke in auch Fernsehen und Hörfunk hinein, das glaube ich, ist ein guter Weg. Vielen Dank, Herr Söder. Sehr gerne. We'll be right back.